In diesem Teil möchte ich speziell und ausschließlich auf die Murray-Davis-Formel in der Densitometrie eingehen. Es gibt zwei Formen der Murray-Davis-Formel zur Berechnung des Rastertonwerts. Bei der einen berechnet man den Rastertonwert mit dem Reflexionsfaktor im Vollton und dem Reflexionsfaktor im Raster. Bei dem anderen berechnet man den Rastertonwert mit der Volltondichte und der Rasterdichte. Jetzt aber zu den Aufgaben von mathemedien.de. Wir haben in der ersten Aufgabe bei A gegeben den Reflexionsfaktor im Vollton mit 5% und den Reflexionsfaktor im Raster mit 25%. Jetzt nehmen wir die Formel, die gerade eingeblendet wird, und fügen die Werte nur noch ein. Ich brauche an dieser Stelle die einzelnen Schritte der Formel nicht zu erklären, da man sich das Prinzip merken kann und die Werte hierzu gegeben sein sollten. Das Tolle daran ist, dass das euer Taschenrechner vermutlich sogar mitmacht. Wenn nicht, kann ich nur empfehlen, sich so ein Ding für die Prüfung zu besorgen. Und jetzt könnt ihr sehen, wie man das in den Taschenrechner eintippen kann. Wenn ihr nicht dasselbe Modell habt, ist das kein Problem. Hauptsache euer Taschenrechner unterstützt die Funktionen. Und die B kann man nach demselben Prinzip berechnen. Okay, dann haben wir das geschafft und kommen auch schon zur zweiten Aufgabe. Dafür nehmen wir die zweite Formel und fügen unsere Dichtewerte ein. Wir haben also gegeben die Volltondichte mit 1,60 und die Rasterdichte mit 0,70. Jetzt tippen wir die ganze Geschichte wieder fröhlich in den Taschenrechner und haben unser tolles Ergebnis raus. Ich hoffe, ich konnte euch die Anwendung der Murray-Davis-Formel etwas erträglicher machen und vor allem die Angst davor nehmen. Des Weiteren möchte ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken und verabschiede mich herzlichst und wünsche euch noch viel Erfolg beim Lernen.